Tja, guten Morgen in die Runde. So sieht das Ganze morgens aus. Hier muss dringend irgendwie ausgetauscht werden. Und dann schauen wir mal, ob die Sünde auch wieder zu ihren Kleinen geht. So. Gewichte sind super. Drei haben ihr Gewicht schon verdoppelt. Und das auf völlig natürliche Weise sind die am achten Tag schon so weit. Ja, ohne Zufütterung. Ist doch toll. Und ein paar andere sind kurz davor. So, dann schauen wir mal, wie es denn aussieht, nachdem die Box gemacht wurde. Und wie man sieht, die Auri darf, wenn wir dabei sind, auch schon in die Nähe. Da sind die Kleinen mal zwischendurch ausgelagert, damit dann hier die Hygiene wieder Einzug hält. Ja, es wird mit Desinfektionsmittel einmal abgewischt, die Unterlage, und dann wird das Ganze wieder bespannt. Ja. Die Sünne, die guckt sich das vom Sofa aus an. Die Nora, die schläft noch, die war noch gar nicht auf heute und draußen. Na, die Sünde schon. Und die Auri, die interessiert sich für die Welpen. Und wenn wir anwesend sind, ist das wohl für die Sünde, wie man sieht, alles in Ordnung. Aber ich bin mir sicher, sie hat die im Blick. Und mit einem Auge ist sie bei Auri. So, der kleine Zwischenschritt ist fertig. Die Decke als Bespannung für die Unterlage, die aus Plastik ist und eben nichts durchlassen soll ans Holz. Unter dieser schwarzen Unterlage ist auch noch eine Plastikunterlage. So sieht es denn aus, wenn es denn fertig ist und die Welpen können wieder kommen. Mal schauen, wie das dann die Sünde macht. So, jetzt ist man natürlich wieder unzufrieden, weil wo sind denn die anderen und wo ist die Mama? Und was macht die Mama? Jo, die braucht noch ein bisschen Ruhe auf dem Sofa. Und die können jetzt mal gucken, ob sie sich gegenseitig finden. Die wollen nämlich nicht so alleine sein. Na, eben haben sie ja schön zusammengelegen und waren ruhig. Und jetzt suchen sie die anderen, ne? Na, gibt doch eine Lösung. Herr Rot schläft, aber die anderen haben Hunger. Ne Sünde, so ist das, ne? Ja.